Wir sind hier wieder oben im Aachener Wald und zwar in der Nähe der Pionierquelle, genauer gesagt am Spielplatz Pionierquelle. Und wir haben im Aachener Wald nicht nur natürliche geomorphologische Formen, sondern auch Formen, die durch den Menschen entstanden sind. Das sind sogenannte anthropogene Formen. Und an dieser Stelle befinden wir uns in einer alten Sandgrube. Das heißt, dieser Spielplatz ist angelegt in dieser Sandgrube. Deswegen haben wir hier eine relativ flache Ebene und hier hinter uns steile Hänge. Die steilen Hänge sind die Abbaukante. Was Sie sehen in der hellen Farbe hier, das ist alles Sand. Das ist der ehemalige Sand von der Meeresküste. Wie gesagt, abgelagert unter tropischen Temperaturen. Und solche Formen finden sich überall im Aachener Wald, weil im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein wurden überall die natürlichen Ressourcen genutzt. Es wurden die Steine abgebaut und natürlich auch hier der Sand als Bausand. Schauen wir uns das Ganze mal ein wenig aus einer anderen Perspektive an. Hier drüben ist der Spielplatz mit der Pionierquelle. Und wenn wir uns das Ganze jetzt im Hillshade angucken, das heißt, das ist ein künstlicher Schattenwurf, der über das Geländemodell DGM1 des Landesvermessungsamtes NRW gelegt worden ist. Wir haben eine Beleuchtungsquelle oder eine Beleuchtungsrichtung aus Nordwesten, das heißt, die Lichtstrahlen kommen aus dieser Richtung. Dann sieht man hier sehr schön diese alte Sandgrube. Hier ist die Abbaukante, an die wir gerade in dem Video gesehen haben. Und auch hier drüben fehlt überall Material. Und das ist nicht die einzige Grube in dieser Region. Wenn wir ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir hier drüben eine große Grube. Hier sind wahrscheinlich auch Sandsteine abgebaut worden. An der Ostseite des Elleter Berges. Oder auch hier drüben ist eine kleine Sandgrube in Richtung des Kupferbach-Stausees. Und so gibt es überall im Aachener Wald Gruben, an denen Material entnommen worden ist. Das heißt, die Oberfläche bei uns in der Region ist nicht nur durch natürliche Prozesse geformt worden, sondern auch sehr stark durch den Menschen verändert worden.